Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Clash of Clans. Ich glaube, das ist schon der 28. oder 29. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, was wir in der heutigen Folge tun werden, ist ein bisschen Boost Farm. Und zwar, Clash of Clans, die haben uns ein richtig geiles Weihnachtsgeschenk gemacht. Und zwar kann man jetzt für ein Gem farmen. Das ist einfach nur hammergeil. Das ist einfach nur richtig geil. Ja, das ist hammergeil, hammergeil, hammergeil. Hier. Weihnachtsereignis. Verpasste Elixiersammlung und allen Angriffsgebäuden einen Schub für jeweils ein Juwel. Das ist einfach nur hammergeil. Und ja, das habe ich jetzt schon zum dritten Mal erwähnt, aber das ist ja auch egal. Ja, aber bevor wir jetzt anfangen werden, und zwar der Tobias, ein Abonnent von mir, hat mir den Vorschlag gemacht, dass wir so eine kleine Challenge machen. Und zwar so eine Challenge sozusagen, ich gegen die Abonnenten. Und zwar, ich muss 5 Angriffe machen und ich darf keinen Angriff von denen verscheißen. Ja, und da habe ich mir gedacht, dass ihr euch dann nicht Angriffsstrategien aussucht und dann werde ich mir also vorschlägt und ich werde mir 5 Angriffsstrategien raussuchen und mit diesen Strategien werde ich angreifen, sodass 5 Angriffe rauskommen und ich darf keinen einzigen verscheißen. Dann, wenn ich mindestens einen verscheiße, dann muss ihr eine Bestrafung machen und ihr könnt euch dann die Bestrafung aussuchen. Ja, also ich glaube, so eine Herausforderung sollte schon sein, dass ich so einen Rathaus Level 9er angreife. Ja. Und bevor wir jetzt gleich einen Angriff machen werden, hat mich der Skiller aus meinem Clan gebeten. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da. 26. und Level 54. Er hat mich darum gebeten, ihn zu besuchen. Und jetzt gucken wir uns sein Dorf an. Eine Rathaus Level 9 Farming Base. Was kann man dazu sagen? Lieber Skiller, du bist viel zu früh hochgegangen, meiner Meinung nach. Aber naja, es ist ja deine Entscheidung. Ich bin auch mal viel zu früh hochgegangen. Mit 7 auf 8 habe ich mir so gedacht, YOLO. Was ist schon mal an dieser Base gut? Die Klamauk steht innen, okay, ja. Die Minenwerfer, die Magiertürme decken jeweils 2 Lager ab. Das ist auch schon mal gut. Ja, was würde ich dir als erstes empfehlen? Was ich dir als erstes empfehlen würde, ist, die Magiertürme mindestens auf 3 oder 4 zu machen. Flächenschaden muss immer als erstes hoch. Und dann würde ich als nächstes die Minenwerfer auf 4 machen. Und wenn du das erledigt hast, würde ich mich darum kümmern, die Mauern alle hochzubringen. Alle auf 7 mindestens. Denn das ist wirklich sehr wichtig und macht einen riesen Unterschied. Ja, ich glaube, ich werde dich nochmal in 4 bis 5 Wochen besuchen, um zu gucken, wie dein Fortschritt so ist. Wegen, du bist wirklich viel zu früh hochgegangen. Du warst auch schon länger nicht mehr aktiv, wie ich sehe. Deine Minensammler und Minen scheinen relativ voll zu sein. Da wurde es auch schon ein paar Mal angegriffen. Ja, also trotzdem so von der Aufstellung her ist eigentlich in Ordnung. Wie man hier schon sieht, meine Weihnachtsbäume machen kräftig Geschenke und dann bekomme ich ja pro Geschenk 5000 Elixier. Das läuft. Ich habe ja letztens erfahren, dass man nur Geschenke bekommt, wenn man die Geschenke auch da lässt. Das wusste ich vorher nicht und habe mich immer gefragt, warum ich keine Geschenke bekomme, aber ist ja auch egal. Ja, aber ich würde mal sagen, ich suche mir jetzt einen Gegner raus und bis gleich. Und hier haben wir auch schon unseren Gegner. Niakassi heißt der. Ich muss gerade nur was. Okay, die Aufnahme läuft wieder. Ich hatte vorhin schon eine Folge gedreht, aber mein Aufnahmeprogramm hat mir wieder einen Streich gespielt und hat nur eine Sekunde aufgenommen. Das fand ich echt beschissen. Ja, das ist mal wieder fetter Loot, ey. Fette Blut, Alter. Ich schärfe alles, was ich gesehen habe. Junge, Multitouch. Wozu nehme ich schon auf am Handy auf? Nur um Multitouch zu haben. Ah, 5,9 Millionen Gold. So viel hatte ich noch nie. Ich weiß gar nicht, was ich damit anstellen soll mit so viel Gold. Ihr könnt mir einen Vorschlag machen, was ich so als nächstes upgraden soll. Also ich will ja erstmal alle meine Teslas hochbringen, aber dann habe ich immer noch 2,9 Millionen Gold übrig. Aber ist ja auch egal. Ist mir egal. Egal. Ist mir. Kann man sowieso kein Loot mehr holen. Sollen die weiterkämpfen lassen? Nein. Kein Bock, so lange zu warten. 180k von beidem. Ich würde mal sagen, das ist schon sehr, sehr, sehr nice. Also, wenn man so sieht, was ich so in letzter Zeit nur so hatte. Ja, hier habe ich so mir Rathäuser gesnaggelt. Der war hier richtig beschissen. War so ein Verzweiflungsangriff. Hier habe ich mir Rathäuser gesnaggelt. Hier auch so ein Verzweiflungsangriff. Hier ist auch nicht so viel. Ja, also, ich finde, der Goldliga 2 ist wirklich die beste Liga, um zu farmen. Ich bin ja auch runtergegangen. Ich war gestern noch in Goldliga 1 und da war nur Bullshit an Loot. Nur Bullshit. Gar kein Loot gab es da. Das ist. Boah, das hat mich so aufgeregt. Ja, mein nächstes Ziel ist ja 5 Millionen Elixier, um den Bohrer hier abzugraden. Den anderen grade ich ja schon ab. Dauert noch 4 Tage und 9 Stunden. Und heute Morgen ist mein Barbarenkönig auf 8 fertig geworden.
Ja, und ich muss schon sagen, gucken wir uns mal so seine Werte an. Schaden pro Sekunde 137, Trefferpunkte 2020, das ist echt extrem. Der Golem hat 4500, ne? Ja, ich glaube schon. Regenerationszeit 44 Minuten und Fähigkeitslevel 1, okay. Als nächstes werde ich meine Bogey Queen upgraden und nachdem ich das getan habe, werde ich glaube ich die Lakaien upgraden. Da muss ich gucken, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die upgrade. In 2 Tagen und 19 Stunden sind erstmal meine Schweineretter fertig, genau an meinem Geburtstag. Wir haben 27. Geburtstag. Ach ja, und kommen wir zurück zur Challenge. Das spackt hier gerade ein bisschen rum, so mein Tonaufnahmegerät. Ist ja auch egal, bitte, bitte verkackt nicht. Ich will die Folge nicht nur zum dritten Mal aufnehmen. Auf jeden Fall, was wir zur Challenge sagen können. Morgen werde ich die nicht rausbringen können, da ich nicht zu Hause bin. Übermorgen auch nicht. Am 27. auch nicht, da ich Geburtstag habe. Ich habe keinen Bock, ehrlich gesagt, an meinen Geburtstag ein Let's Play zu machen. Ich schätze mal, am 28. müssten die nächsten Let's Plays rauskommen. Ich habe auch schon ein bisschen vorproduziert, wie zum Beispiel Mario Kart 8. Das wird heute noch rauskommen an Heiligabend, so ein kleines Geschenk. Ja, Geschenk kann man nicht sagen, ne? Ja, was kann man noch sagen? Naja, ich würde mal sagen, das war's dann für die heutige Folge. Frohe Weihnachten, feiert schön mit euren Familien. Tschüss!